Droht Unternehmen, Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Rentenempfängern in Deutschland der Gaskollaps. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 8. Juli 2022 hat der Bundesrat über das Energiesicherungsgesetz beschlossen. Folgende Maßnahmen kann die Bundesregierung aufgrund einer Verordnungsermächtigung nunmehr beschließen. Zum einen Energiesparmaßnahmen. Das heißt also, die Bundesregierung kann mit Verordnung beschließen, dass zum Beispiel Vermieter die Raumtemperaturen in den vermieteten Wohnungen herabsenken dürfen oder andere Einzelmaßnahmen zum Energiesparen durchführen dürfen. Zum Zweiten, und das sind sogenannte Preisanpassungsmaßnahmen. Das heißt, dass mit diesen Preisanpassungsmaßnahmen Gasgroßimporteure entlastet werden sollen und dass diese Gasgroßimporteure und auch die Stadtwerke unter bestimmten Voraussetzungen nunmehr berechtigt sind, Gaspreise 1:1 an den Endkunden weiterzureichen. Die Konsequenz ist, dass viele von uns als Endkunden und auch Unternehmen gestiegene Gaspreise in Form von Rechnungen erleben werden. Und zwar nicht nur 3,50 Euro, sondern das geht in den vierstelligen Bereich hinein, auch bei privaten Personen. Konsequenz ist aber auch, dass viele Menschen, vor allen Dingen diejenigen, die wenig Geld haben, Rentnerinnen und Rentner, die kleine Renten haben, die gestiegenen Gaspreise nicht mehr zahlen können. Und dann droht diesen Menschen die Sperrung des Gashahns. Das wäre nämlich dann die Konsequenz aus diesen sogenannten Preisanpassungsmaßnahmen. Aber es droht natürlich auch vielen Unternehmen in Deutschland ein Produktionsstopp, weil nämlich diese Unternehmen, wenn sie die höheren Gaspreise bekommen, dann die Produktion nicht mehr aufrechterhalten können. Das bedeutet, dass viele Menschen in Deutschland ihren Job verlieren werden. Die Bundesregierung fordert von uns allen schwere Opfer. Wir fordern deshalb die Bundesregierung auf, unverzüglich Maßnahmen einzuleiten, damit Millionen Menschen in Deutschland, Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner, finanziell entlastet werden. Den Maßnahmenplan aus dem Energiesicherungsgesetz können Sie auf der Internetseite vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima nachlesen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.